Superstar.
Ah, die Musik ist heute ein bisschen spacey. Wir sind am Space Nights, meine Lieben. Und ganz entspannt im All. Schweben heute quasi einfach so dahin. Tschu! Hi! Huhuhu. Okay, Hallöchen, Hallöchen! Was stirbt Zwergtypold? Ich würde nie sterben. Ich kann gar nicht sterben. Meine Lieben, ihr könnt den Stream dual gucken, wenn ihr wollt, könnt trotzdem am Chat teilnehmen, indem ihr einfach Ausrufezeichen dual oder Ausrufezeichen multi in den Stream schreibt. Dann seht ihr sowohl die Ansicht von Valkyrie wie auch meine nebeneinander. Macht einfach bei einer Ansicht den Ton aus und schwuppdiwupp habt ihr quasi das ganze dual und könnt beide Ansichten ganz easy verfolgen, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten machen wir heute ein kleines bisschen. Wir sind nur noch 14 VIPs. Ja, Skeff, einer ist wieder weniger. Kann mal passieren. Das kommt den besten Familien vor. Hallo, man lebt sich so ein bisschen auseinander und dann können Dinge passieren. Aber das kriegen wir wieder hin. Ich bin da ganz, 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 ganz eifrigst und bester Dinge.
Du stirbst nicht, ich sterbe nicht. Wieso denn bloß? Ah, herrlich. Mm. Moin, 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 moin. Ja, hallöchen, Freddy. Hi, Fuffel. Ilona ist auch da. Manuel, wen haben wir noch dabei? Marvin, Simple Eckern, Leon, Peter Kruse, Entschuldigung. Encrypt ist dabei, The Shadow, Blight. Hallöchen. Dann die gute Crash ist mit am Start als Paradise Song. Wer kennt sie nicht? Dann haben wir noch, wen haben wir da noch? Max ist noch dabei. Hallöchen euch allen. Schön, dass ihr da seid. Freut mich wirklich sehr. Denn wir machen heute einfach ein bisschen gemütlich. Gemütlich im Stream, meine Lieben. Ein bisschen Space Nights. Ja, müssen auch mal sein. Wir werden live ins All entschwinden. Bin mir ziemlich sicher. Ich gucke jetzt mal gerade. Ja, Dual. Crash, du machst richtig. Oh ja. Okay, Wilder mag nicht mehr. Delete Command. Ich glaube, Wilder, ich glaube, das ist eher so anders. Ah, herrlich. Na, wie war euer Tag heute? Montag, gut überstanden, ich hoffe ja. Ich hoffe ja wirklich schon. So, hey, Tobi, grüß dich. Stößchen. Hm. Mal anders, nur so trinken, weil sonst ist es ja wieder Werbung. Bei jedem Mist musst du mitmachen, ne? Ich will ja gar keine Werbung machen. Ah, das war nice! Hey, grüß dich! Ja, ja, herrlich! Mit Val Space Engineers aufzunehmen, Benny, weiß ich noch nicht, ob wir Space mal machen. Wir werden jetzt erstmal mit Imperium noch ein bisschen weitermachen. Ob wir Space irgendwie im Anschluss machen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Wir werden uns Space mal auf jeden Fall zusammen angucken. Und wenn es Well auch taugt, vielleicht machen wir dann was. Müssen wir mal gucken. Sehr gut, Gruß geht raus. Gamer an DLB. Dankeschön. Dankeschön. Auch dir Grüße. Was, du hattest heute frei? Boah, das ist schon echt schon so ein bisschen... Schon geil. Schon geil, muss man sagen. So, und bevor jetzt eine gute Welt mir dann, der fragt, was denn mit uns nur los ist, werden wir jetzt erstmal alle begrüßen, meine Lieben! Mal direkt rüber, ob beim guten Well eigentlich was los ist. Warte mal. Ja, sind's wieder. So, starten wir mal Steam eben. 100. Ja, das ist die 100. Folge, die jetzt kommt. Da müssten wir irgendwie, ich habe jetzt nicht mal so eine Tröte oder sowas. Hallo, Well. Wir haben jetzt gleich die 100. Folge. Ich wurde nochmal dran erinnert. Also so indirekt. Ich wurde gefragt, ob die 99 die letzte war. Und dann ist das jetzt die wahrscheinlich halbe Stundenfolge, weil wir es wieder verchecken. Ja, dann müssen, aber müssen wir irgendwas machen. Hast du Luftballons? Ich habe nichts vorbereitet. Ich habe nicht mal irgendwie... Ich habe leere pfandfreie Dosen im Angebot. Mit denen könnte ich um mich werfen, aber... Hast du so eine Abrolltröte, die so... machen? Ja, auch nicht, ne? Ich weiß auch nicht. 100 Folgen voller Lachgas mit Zwerg und Well, ja. Wir machen eine 99,5 Folge, bis wir Luftballons haben. Ja, ja, alles klar. Ja, das wird super. Das ist nicht die 001, das ist die Cam ist spiegelverkehrt. Ich habe erstmal die 100 notiert auf dem Zettel und gerade so. Die Cam gehalten. 100! Das ist 100 Folgen, muss man überlegen. Das ist gar nicht mal so wenig. Ja? Nee. Ja, also 100 Folgen ist schon mal eine harte Nummer.
harte Nummer, harte Nummer. Überleg mal, seit wie vielen Wochen, ich kann das jetzt gar nicht dividieren. Wir haben ja 4 pro Woche, dann sind das 25 Wochen. Ja, das ist auf jeden Fall schon länger. Das noch. Ist ein halbes Jahr. Ja. Ungefähr. Circa. Also man mit 3 Wochen Urlaub eingerechnet. Du hattest ja sogar schon Urlaub. Ja. Ja, genau. Sonst, ne? Ja, ne, also ein bisschen Urlaub hatten wir ja gemacht, aber so im Großen und Ganzen, ja. Wir haben jetzt seit Frühsommer quasi, ja, haben wir jetzt Imperium am Laufen und das ist auch eigentlich ziemlich geil so. So. Desiato, du hast recht, bei mir kam der Spiegel verkehrt. Ich sehe in Wirklichkeit eigentlich ganz anders aus. Ich zeige euch das mal, wie ich sonst von vorne aussehe. So. Warte mal kurz, ich muss mal kurz im Weltstream reinspicken, was er da jetzt eigentlich gerade treibt. So. Eigentlich ist das hinten. Und das sind auch im Bekleidungsgeschäft ist immer ein Albtraum. Ja? Ja, drehen sich doch mal um. Ja. Wieso? Beim Hemd anprobieren. Aber das ist doch vorne. Genau. Aber das wäre mal ein super Bild für Instagram, ja, oder sowas. Oder für Twitter oder so. Ja. Musst du einfach alles falsch rum anziehen und eine Sonnenbrille aufsetzen. Ja, das wäre was. Hätte was. Mhm. Wenn ich wäre dabei. Es gibt auch Leute, die, mein Gott, der hat Haare. Ich weiß gar nicht, Haare? Ich würde nur im Gesicht tragen. Du hast auch Haare im Gesicht, eben. Ja, überall. Also die sind meistens auch hellschwarz. Ja. Hellschwarz ist sehr schön, ja. Ja, ist bei mir auch. Im Laufe der Zeit, ne? Es ändert sich alles. So. Oh mein Gott. Meine Lieben. Okay. Viele haben es bei mir im Chat schon entdeckt. Was denn? Wir haben den Command Ausrufezeichen Multi eingebunden. Genau. Damit könnt ihr beide Streams parallel angucken. Das ist völlig easy. Ihr könnt in dem Chat weiterschreiben, in dem ihr drinnen seid. Ja. Und könnt einfach den Multi-Chat nutzen. Ihr macht ein Mikrofon oder einen Lautsprecher von beiden aus und dann habt ihr beide Ansichten quasi parallel. Kostet euch nichts, ist einfach easy und wenn es euch zu anstrengend wird, macht halt in einem Stream einfach Pause. Können sich die Augen mal wieder akklimatisieren. Ja, kein Problem. Husky Blond nennt man das jetzt. Husky Blond. Ja, Multi gilt übrigens auch für mich hier. Ach, ist bei dir auch Multi? Ja, ich mach's gerade mal vor irgendwo so. Warte mal, dann mach ich's auch mal vor, warte. Jetzt nur nicht bei Multi verschreiben, das wäre peinlich. Mutti, kannst du sagen Mutti. Mutti! Mutti. Das hat Mutter schon immer gesagt. Musst du 2 Streams angucken gleichzeitig. Ob der Server schon da ist? Ich der Server ist schon da. Ah, cool. Ich habe nämlich dummerweise vergessen, beim letzten Mal runterzufahren. Nein, echt? Ja. Dann ist doch irgendwas nicht mehr da. Sauerstoff oder so. Nee, ich weiß nicht, ob der Server nicht automatisch in Saar ist. Wieso, wie kommt es, dass eure Folgenzahlen nicht identisch sind? Wieso? Ja, meine sind noch ein bisschen hinten dran, weil. Ach so. Aber das wird nachgeholt. Also die kommen jetzt trotzdem alle nacheinander raus, bis ich aufgeholt habe. Weil ich habe vor 2 Wochen war ich hinten dran. Es ist nicht nur die Folgenzahl, es ist auch der Inhalt. Einstellungen, Video. Ja, weil, ne, du bist dann ja noch nicht so weit. Aber Val, wie kannst du nur sowas sagen? Du hast eben selber gesagt, du hängst zurück. Also, ne, Zwerg hat da ja noch nicht viel um die Ohren und ist mit dem Akku. Ich hab eine Mütze um die Ohren und ist gesund. So, Bell ist da. Hallo Bell. Kannst du mich sehen? Da hat mir in der Folge, warte mal, bleib mal stehen. Warte. Ich will mal kurz gucken. Man konnte nämlich. Ich muss mal ganz kurz rüberswitchen. Boah, dein Gesicht! Man konnte nämlich irgendwie. Setz mal Helm auf. Warte. Oh Gott, er ist in mir. Guck mal, stell dich mal in mich rein. Aber habe ich auch Helm auf? Das hört sich so falsch an. Nee, jetzt habe ich Helm auf, oder? Ich habe doch noch nicht mal eine Minute gestreamt, ja, und jetzt sowas, weil. Du hast einen blauen Kiefer. Eben, also ich habe aber einen Kiefer, ich habe richtig Zähne, ne? Ja. Eben, hat man mir in einem Video verlinkt. Es war für eine halbe Sekunde im Video zu sehen und ich als dein Zahnarzt des Vertrauens sage dir, wir müssen da mal einen Termin ausmachen.
Es kann so nicht weitergehen mit dem ganzen Süßkram. Schluss, jetzt gibt's nur noch Schnitzel. Och. Kein Kuchen mehr? Kein Kuchen. Jetzt Schluss mit Kuchen. Wir haben noch nie Kuchen gegessen. Nimm dir mal ein bisschen Wasser raus hier. Lecker. Also liegt oben, unten liegen auch nochmal 900 Flaschen. Ich habe jetzt irgendwie 80 mit, aber wir sollen ich eigentlich nehme ja nicht... mit, nur für einen kleinen Durst. Nee, mach mal nicht die aus. Ah, warte mal. Ja, aber warte wir mal. Sollen nicht mehr als 20 trinken, ne? Weil, pass auf, ich habe die Universalmöglichkeit. Ja, für was? Pursing-Früchte brauchen wir. Körpertemperatur minus 3 pro Frucht. Die du reinballerst. Ja, Wasserkörpertemperatur minus 5 pro Wasser. Und Alien Spike Lemons machen minus 1 Strahlungswert. Ja, aber Wasser hat minus 5. Gewinnt Tschüss, Monetarisierung, mal wieder. Ja. Was? Wegen Wasser? Ach komm, hör nee, mir wegen, bloß auf. Geh mal in mich. Hör mir bloß auf damit. Ich könnte heute. Ich könnte so brechen. Ich mache seit Freitag mache ich nichts anderes, als irgendwie jeden Tag 5-mal. Alle Thumbnails zu tauschen, dann ist es für 3 Stunden okay und ja, dann, ja, ist wieder, dann ist wieder also kannst, bei kannst Long machen, Dark, willst, ne? Also bei Imperium ist komischerweise nix. Bei mir voll, jedes einzelne Video wird geblockt. Aber für Long Dark oder Seven Haze wirklich ausnahmslos, ich glaube jetzt sind wir das mittlerweile, die 7 Videos das 10. Mal am Stück durchgegangen. Ich keine Lust mehr. Du, bei mir ist das, wie gesagt, bei so ziemlich jedem Empyreon-Video habe ich äußerste Probleme. Das ist doof. Also, Warum sind wir doch jugendfrei? Was? Wenn wir jetzt sowas wie... Ich sage ich jetzt nicht. Ach, du nimmst ja schon Pre-Stream auf. Ne? Ich nehme mir, ja, das ist alles. Ich habe im Übrigen letztens was getestet, weil... Okay, Ivan, viel Spaß bei der Aufnahme. Hm? Was? Ich habe gerade Moderator verloren. Warum? Du musst aufnehmen. Mensch, sowas. Die haben eben noch Nebenjobs auf YouTube. Eieiei, und sowas, Alter, wirklich. Ja, naja. Ich habe letztens mal meinen Stream auf Twitch gestellt, ja. Und da ich ja meinen Kanal ja schon längere Zeit habe auf Twitch und da ja auch aktiv mal gestreamt hatte, ist Folgendes passiert. Ich bin überschüttet worden mit Achievements. Ich habe mich mal wieder eingeloggt nach 100 Jahren und dann... Ja, die haben jetzt seit 2 Wochen Achievements drin und haben da dann auch, da kannst du dann sehen, du hast ein paar Motivations-Achievements, wenn du das erste Mal streamst. Ja, und ja. Dann kannst du auch genau sehen, ab wann man sich denn wohl als Affiliate bewerben genau, kann. Wobei, eigentlich schreiben die sich an. Und ab wann man sich als Partner bewerben kann und... Wie das dritte Achievement noch? Aber sag das keinem. Sonst streichen sie mir den Status wieder, du. Gottes Willen. Das ist doch, es müssen 50 Leute einmal gleichzeitig chatten und das habe ich irgendwie noch nicht hinbekommen. Ich weiß auch nicht warum. Alles schreibfaules Pack hier. Schreibfaul! Ich meine, nette Leute meine ich. Nette Leute meine ich natürlich. Nein, die schreiben jetzt alle, weil da kommen jetzt natürlich die ganzen anderen kommen jetzt rein und dann wird das eine Riesenparty. Eine Feuerwerk der Emotionen bei Val. Ich sehe das kommen. Ja. Oh, eventuell will YouTube ja nur noch junge Videokreaturen im Bild. Und alles über 25 ist denen zu alt. Womit du mit deinen knackigen jungen 26 dann durch den Filter fällst. Das wird sein. Vorbildlich. Das ist ein vorbildlicher Kommentar, China. Abo und so ein Kommentar. Großartig. Ich mache hier ein T-Shirt von dir oder sowas. Das ist super. Da können sie alle mal ein Beispiel dran nehmen. So schaut's aus. So schaut's aus. So. Ja, nee, das ist, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall bin ich mit Achievements eben überschüttet worden und ich wusste gar nicht, wo ich hinschauen soll. Plötzlich ploppt da wieder was auf und es hat echt ein bisschen gedauert, bis die Achievements alle durchgerumpelt sind. Weil das ging so im 5-Minuten-Takt, kam immer Neues. Und ich dachte mir, hä? Ja, was passiert hier jetzt gerade? Ich habe die auch alle auf einmal bekommen. Sekunde mal eben. Sekunde? Nochmal Gesichtsoperationen vornehmen? Nicht Hunde, Sekunde. Ach so, Hunde! Höllenhunde! So. Tobi, danke schön für dein Abo. Geiler Typ. Okay, und ich mute mich extra, aber ist in Ordnung. Ich kann das nicht. Ich habe das noch nie eingestellt. Ist okay. Ich habe hier so viele Nummernblöcke rumliegen. Ach ja. Es ist ja nicht schlimm. Ich bräuchte dieses komische, wie heißt das, was gibt es da für ein Ding? Nein, brauchst du nicht. Also doch, kannst du dir holen. Stream Deck? Ja, genau, so hieß es. Kannst du dir kaufen, wenn es dir 149 wert ist. Es ist natürlich irgendwie cool, dadurch, dass ich
Ich sag mal, für 80 würde ich es mir vielleicht noch holen. So hätte ich jetzt aber gedacht, nicht für 149. Nee, das ist zu teuer. Also ganz ehrlich, dafür, dass du ein paar Extra-Tasten hast. Naja, das Coole ist natürlich schon, im Gegensatz zum Nummernblock, ne? Du kannst dir für 10 Euro einen USB-Nummernblock kaufen und mit einer kostenlosen Software, die Intercept heißt, die im Hintergrund eine zweite Tastatur an deren PC abfängt. Wichtig ist ja, dass der zweite Nummernblock nicht sich so verhält wie der erste Nummernblock. Ja, klar. So, du kannst dann mit Intercept heißt es, das ist ein DOS-Programm, der fängt dann die zweite Tastatur ab, dann gibt es auch ein Infovideo eines anderen englischen YouTubers zu. Ich kann dir das mal alles irgendwie rüberschicken. Und gut, wenn es dann, das ist natürlich nicht so stylisch, du kannst ja natürlich auch irgendwie aus dem Farbdrucker Aufkleber raufhauen und dann auf die Tasten kleben halt, ne? Ja. Sondern dann kannst du dir mit, kannst du da drüber über OBS oder auch mit Auto-Hotkey dir dann eben Skripte machen, die das dann steuern. Klar, das musst du selber machen, aber kostet 10 Euro statt 150, ist so eine Sache halt. Das ist halt, ja genau, da weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, ich hätte jetzt gesagt, wenn es unter 100 wäre, hätte ich gesagt, okay, lässt sich noch mal wenigstens mal überhaupt drüber reden. Könnte man sich mal angucken, was hat es für Feature und so weiter. Ich habe nur mal gesehen, weil da war immer eine riesen Werbekampagne damit. Ich habe mal nach diesen LED-Tasten gesucht. Gibt es eigentlich so gar nicht zu kaufen. Und dann habe ich so ein Unboxing nicht gesehen, so ein Video, wo sie das Steam Deck auseinandergenommen haben. Ja. Da hat gar nicht jede Taste ein LED, was ja nicht schlimm ist, sondern da ist einfach so ein kleines Display drunter. Ach so. Und so ein Display kannst du, wenn du ein Banana Pi oder ein Raspberry Pi oder da kriegst du auch Displays für, die du drauf batschen kannst, sag ich mal. So ein Display hat einen Gegenwert von 30 Euro ungefähr. Das ist auch kein Touch-Display. Darauf liegt so eine durchsichtige Folie, auf dem dann die Tasten draufdrücken und die lösen dann quasi den Keypress aus. Das ist also schon mal relativ günstig gebaut. Das USB-Kabel ist sehr kurz, es ist fest angelötet an der Platine, du kannst es nicht wechseln, wenn es mal kaputt geht, ist das Gerät hinüber. Sowas geht gar nicht, finde ich. Also bei dem Preis ist es nicht textilummantelt, wie viele erwarten würden bei dem Preis. Ja, also ganz ehrlich, bei dem Preis, das muss ja schon, eigentlich ganz ehrlich, aus meiner Perspektive würde ich sagen, das muss ja schon fast vergoldet sein, aber nur weil es die einzigen am Markt sind, die sowas anbieten, sehe ich das nicht ein. Und die Tasten, also ich habe es jetzt nicht ausprobiert, ne? Kann nur nach Kritiken lesen. Es können natürlich auch Neider sein oder so, die Tasten sollen nicht wirklich einen guten Druckpunkt haben. Manchmal lösen die zweimal aus. Das ist der Technik halt geschuldet, weil es gibt keine so kleinen Displays für die Tasten. Also ich habe mal es gibt so zweifarbige LED-Tasten. Die kosten schon, alte Nokia-Display. Die kosten schon 30 Euro, glaube ich, das Stück oder sowas. Kann auch ein OLED sein, aber es ist ein großes Display jedenfalls. Jo, also letztendlich die Software, ne, die bezahlst du da halt. Und, die Einfachheit im Prinzip. Weil Nummernblöcke kriegst du ja bei großen Versandanbietern, die online versenden, kriegst du die ja wie Sand am Meer. Ne? Also das ist ja gar und nicht. Was natürlich schon schön ist, dass du dadurch, dass du die linke Obertaste als, oder dass du jede Taste als Ordner benutzen kannst, also du sagst, pass auf, du drückst die dritte Taste und dann wechselt dir einmal alle Tasten durch und dann hast du da nur OBS-bezogene Tasten und auf Taste 4 hast du dann nur Sound-bezogene Tasten oder sowas. Das natürlich mehr als ein Nummernblock hergibt, ne? Ja. Also wenn du in der Lage bist, dir zu merken, dass wenn du links oben die Numlock-Taste auf Nummernblock drückst und dann die 5, dass dann was anderes passiert, als wenn du was anderes vorher machst, dann bist du gut. Und das ist natürlich schon cool, muss ich sagen. Aber weißt du, da gebe ich mein Geld lieber für andere Sachen aus. Oder auch, ich bin zu mir sowieso geizig. Ich lade dann lieber jemanden mal zum Essen ein, als dass ich dann mir so ein Krams für mich hole. Ich habe hier aber ein altes Windows-Tablet irgendwie für 25 Euro aus der Firma bekommen. Okay. Ich kann ja mit .NET ein bisschen programmieren, aber halt nicht mit Android oder sowas. Wenn ich es mit Android oder für Android könnte, dann wäre das natürlich auch cool. Ein Android-Tablet haben mehrere Leute vielleicht zu Hause oder ein Smartphone. Ich habe jetzt hier oben 5 Tasten, Mikro, Teamspeak, Cam und Record. Ah, das habe ich gesehen, das hast du auf Twitter geteilt, ne? Ja, wenn ich die drücke, werden die wechseln ja die Farbe zwischen Rot und Grün und schalten das in OBS an und aus. Und unten habe ich jetzt noch 3 Szenen gerade mit drin. Das ist dann natürlich erweiterungsfähig. Ich habe jetzt aber keine also das wird durch eine JSON-Datei eingespeist, die man aber per Hand pflegen müsste, ne? Weil ich kann natürlich auch nur UI dafür programmieren, aber da sitze ich irgendwie 2 Wochen dran, mir eine UI zu machen, während ich für mich auch die JSON-Datei pflegen kann, wenn ich das möchte irgendwie so. Ja, ich habe es eigentlich auch nicht vor, irgendwie jetzt öffentlich zu stellen, weil dann muss ich Support leisten. Aber wenn du ein Windows-Tablet rumfliegen hast, kann ich das gerne mal vorbeischicken irgendwie so. Tatsächlich ja.
tatsächlich hätte ich nur irgendwo eins rumliegen, aber frag mich nicht. Ich habe das irgendwann, keine Ahnung, ausrangiert. Powergrid kenne ich gar nicht. Okay. Nach Powergrid müsste man mal suchen. Kriege ich gerade. Man kann auch Powergrid nehmen. Ich kenne ihn noch nie gehört. Muss man sich mal angucken. Kann man wahrscheinlich genau sowas mitmachen. Das ist ja einfach nur eine quadratische Tastenmatrix. Und dann musst du halt nur festlegen, was passiert, wenn ich da drauf drücke irgendwie, ne? So, mehr mein ist es Lieber. Ja nicht. Ach so, von Rockcut. Ah, okay. Wir müssen uns jetzt mal noch ganz kurz eine Kleinigkeit überlegen. Und zwar, was machen wir heute? Ich sehe gerade, wir haben gar keine Stahlplatte mehr irgendwie vorrätig. Das kann nicht sein. Stahlplatten? Wir haben kein Eisen mehr, kann das sein? Nein, eigentlich nicht, oder? Vielleicht im Konstruktor groß. Wir haben ziemlich viel verraucht in der Zeit. Da bist du auch gerade drin. Ja, dann... eigentlich wollten wir Zaskosium besorgen auf Itis. Nochmal. Ja. Ich würde ganz gerne auch nochmal versuchen, ob das mit dem Wasser funktioniert. Okay, ich mache gerade hier unten mal ein bisschen Munition für uns. Rex, vielen lieben Dank für das Abo. Vier Monate. Mensch, das ist ja lieb. Das ist ja lieb. Das finde ich... Doch. Ich finde super. Finde ich nett. Ja, kann man wir haben noch von den großen Stahlblöcken 879 okay, und von den Gefechtsstahlblöcken 413. Jetzt wird gerade LCD oder LED das Tasten. LCD-Tasten, sagt der Vogel gerade. Hat dieses Stream Deck. Okay. Also ja, darunter ist ein großes Display und die Tasten sind einfach nur gläsern. Nee, ist es ja, nicht. Gut, darunter ist ein großes Display und da ist halt so eine Abdeckung auf dem Display, dass die Kanten zwischen den Rändern halt schwarz zugeklebt sind. Ich könnte das auch auf GitHub hochladen, okay. Ja, nee, gut, aber auch da müsste er dann Support geben. Also ist ja irgendwie auch blöd, wenn dann... Nee, das finde ich irgendwie... dafür ist das zu frickelig, was ich da gemacht habe. Das ist so... Also ist es ja auch noch nicht fertig, sag ich mal so. Also fertig wäre es erst dann, wenn ich sage, ich kann auch auf verschiedene Ebenen umschalten und Die Aussicht ist ja schon schön. Ist herrlich. Jo. So, also was hältst du davon, wir nochmal versuchen, da unten ein bisschen Zaskosium zu holen und sonst können wir auch woanders hindüsen. Die Idee ist ja, also wir haben uns jetzt auch vor dem Stream noch mal ganz kurz unterhalten. Wir könnten natürlich jetzt Folgendes machen. Wir könnten uns so eine Art Bodengleiter bauen. So ein Zweisitzgerät, wo man drin sitzen kann und sich wenigstens, während wir da unten sind, abkühlen. Das heißt, wir parken unser Schiff irgendwo, das lädt dieses Ding quasi unten ab und dann steigen wir sozusagen um. Könnte man bauen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wir müssten das Ding natürlich erst bauen. Wer lädt das Ding ab? Wir müssen mit dem großen Schiff runter. Ja, wir müssten ja nicht ganz mit dem großen Schiff. Also mit dem Riesenschiff müssten wir ja eigentlich nicht runter. Wir können das ja mit einem kleinen Schiff runter transportieren, indem wir uns mit den Kufen unten dran. Aber wie willst du das mit dem kleinen Schiff runter transportieren? Naja, wir müssen ja im Prinzip dieses, ein kleines Schiff auf dem Bodengleiter landen, bis die Kufen Kontakt haben. Nein, die heben das nicht an. Das ist ja, wir sind ja kein Transporthelikopter, das nehmen die nicht an. Aber bei Space Engineers funktioniert das. Ja, bestimmt, da kannst du bestimmt auch einen fetten Magneten irgendwie bauen oder sowas. Ja, da hast du diese Bodenkufen und egal wo du die ran befestigst, es gibt sogar Merge-Blocks, da kannst du dann quasi zwei Fahrzeuge zu einem verbinden. Wir sind auf gar keinem Server, wir sind bei ZweckCube nur quasi. Also es ist jedenfalls kein öffentlicher Server. Nein, es ist geheim. Dann hätten die uns schon geplündert. Ja eben, dann wäre alles weg und unser Schiff wäre zerschossen und wir würden auf so einer riesigen Weltraumorange dahin treiben. Übrigens soll das angeblich gefahrlos sein, wenn wir eine neue Fraktion gründen. Ja. Aber ich kann sein, dass wir den Kern abbauen müssen dann. Ja, das ist mir alles zu viel. Also da hatte ich eine Frage gestellt, ich habe bestimmt auch eine Antwort bekommen, aber ich finde den Kommentar nicht mehr wieder. Das ist das Problem. Kenn so, okay, wollen wir aufnehmen und runter? Ja. Achso, ich bin ja dran. Pass auf. Ja, theoretisch. Warte mal, ich muss mal ganz kurz erstmal einen Helm abnehmen. Das ist nämlich alles schwierig mit Helm. Den kannst du doch gleich wieder aufsetzen. Wieso ist das mit Helm schwierig? Ich will dich sehen, Val! Ich will dich sehen! Guten Tag. So, Licht an. Erstmal anleuchten. Okay. Achso, wegen der Aufnahme. Dann machen wir jetzt erstmal kleine Hallo-Sack-Session. Ja, für die Aufnahme, die dann eben auf YouTube kommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Also, Will, pass auf. Tunk. So. Voll super. Ja.
Komm gar nicht an die persönlichen Frachtboxen nicht ran. So, jetzt ist die Joggerrunde zurück. Das ist nämlich gerade Zeit dafür. Ich merke das schon. Ich kann Beistelltisch nicht öffnen, andere Fraktion. Ich brauche so langsam mal was zu... Oh, ich brauche was zu essen. Oh, warte mal. Nee, aber hier kaufen wir nichts. Das ist zu teuer. Du verlierst das? Ah, ich verliere den Fortschritt, wenn du rausgehst und während einer Teammission unterwegs, also eine aktive Teammission hast, dann gilt der Fortschritt als verloren. Wieso haben wir denn gerade aktive Teammission? Nee, ich hab eine für uns aktiviert gehabt, einfach mal um zu testen, wie das so funktioniert. Wieso? Was? Einfach so. Wieso? Was ist mit Nikolaus-Stream? Wieso? Wann ist denn der 4.12.? Am 6. ist das. Hä? Dieser Raum ist jetzt im Slow-Chat-Modus? Du kannst alle 120... Wer hat denn den Raum im Slow-Chat? Ah, ist er nicht mehr. Was macht ihr denn da, Jungs? Na, was ist da los? Ich bin doch nicht Gronkh. Wir brauchen noch keinen Slow-Chat. Ja, Slow-Chat brauchen wir nicht. Antje, Hallöchen. Was, ein Kompliment an die Mods? Na, aber hallo. Mann, das ist nämlich immer super. Also sowohl bei Val als auch bei mir. Immer ein Dankeschön. Nee, wo ist denn unser... Was, Run testet gerade nur die Valkyrie Slowdown-Funktion. Na, Judy. Okay. Ich weiß nicht genau warum. Aber ich habe mir einen Marker gesetzt, ne, wo unser Raumschiff war. Ne? Mhm. Und wenn ich da jetzt hingucke, dann ist der Marker natürlich immer noch da. Und neben dem Marker steht jetzt ein weiterer Text. Vorher stand dann natürlich Kampfstern Velaktika, logischerweise. Ne? Kampfzwerg Velaktika. So. Mhm. Jetzt steht da Reparaturstation. ich glaube, dass wir müssen eine Reparaturstation irgendwie da zurückgelassen haben. Vielleicht ist die abgefallen. Ist die denn nicht mehr an unserem Schiff dran? Ich muss jetzt gleich mal eben kurz gucken. Die hat sich einfach unten rausgelöst. Blub. ich muss jetzt gleich mal echt gucken, aber ich muss mal eben kurz was essen, weil sonst probiere ich gleich gar nicht mehr. Das ist das Problem. So, mit Salami in der Hand guckt sie das viel besser. Mhm. Oh, ich habe jetzt voll Hunger. Ich habe auch wirklich Hunger. Ich muss doch mal ein bisschen was essen. Irgendwie habe ich Hunger ein bisschen. Oh, herrlich. So, dann müssen wir nächstes Mal Erestrium besorgen. Ja gut, es bleibt nichts anderes übrig. Irgendwann müssen wir es machen. Hat sich das Schiff geklont? Nee, die Reparaturstation ist ja doch noch hier. Wir haben jetzt zwei Schiffe. Wir sind aus der Haut gefahren. Ja, aber die Reparaturstation ist ja noch. Aber ganz ehrlich, warte mal, das will ich jetzt wissen. Sekunde. Das will ich jetzt noch eben wissen, was das ist. F, Y, was? Wilder und Lippo schwärmen vom Slowchat. Ah, Quatsch. Ich will jetzt gucken, was da im Weltall treibt. Ich flieg mal eben kurz mit meinem kleinen Schiff rüber. Lass deine Mods nicht mehr am Energy Drink nippen. Nee. Das dauert ganz schön lange, mit dem kleinen Schiff darüber zu fliegen. Also so langsam ist das Große auch nicht, ne? Ja, das Muss Große ist halt... Das, wirkt das sieht einfach nur so super langsam aus. Ja gut, ne? Aber schau mal, wie viele Blöcke das Ding hat. Das ist schon ein Riesentrümmer. Hast du ja gesehen, wie schnell wir auf diese Handelsstation zugerauscht sind. Ich habe gedacht, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Jetzt rauschen wir da voll rein. Was? Oh Gott, nein. Zwerg, du musst mich nochmal retten. Hm? Ich... Oh. Was? Nee, doch nicht. Oh. Bei mir wurde gerade eine wenig Kraftstoffnotbremsung durchgeführt. Oh. Da stand da. Wenig Kraftstoffnotbremsung wird durchgeführt. Das ist schon ein bisschen gemein. Aber ich habe zufälligerweise welchen dabei. Oh, du hast dein Top-Tier. Ja, ist mir schon klar, dass die Marke an den Koordinaten hängt und nicht am Raumschiff der Mambo. Sonst würde es ja keinen Sinn machen, wenn hier der Marker ist, unser Raumschiff weg. Aber du siehst doch, dass hier Reparaturstation steht. Habe ich auch nicht gesagt, dass es am Raumschiff hängt. Dann wäre der Marker ja jetzt da, wo wir jetzt sind. Irgendwie logisch. Macht Sinn, ne? Ich will aber gucken... Was denn hier dieser Würfel ist, wo Reparaturstation steht. Den will ich jetzt mal... Velvet Lost in Space, ja.
Sekunde, da muss ich jetzt eben gucken. So, und während Will guckt, bin ich für heute auf jeden Fall schon mal raus aus dem Ganzen. Nee, warte ganz kurz. Doch. Ich muss. Warum? Schau mal auf den Bäcker. Oh, es ist 10:30. Okay, ja. Also ein bisschen Druck. Also hier ist nur noch ein Block, der so heißt. Also hier ist kein Block. Wir haben, das ist irgendwie nur noch der Marker, der so heißt. Keine Ahnung. Okay. Ich komme zurück und dann logge ich mich auch aus. Okay, dann so. Würde ich sagen, gut. Verabschiede ich mich schon mal von dir, Will. Jo. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Oh, wie die Zeit wieder rumgegangen ist. Immer. Unglaublich. So schnell. Das stimmt. Also, dass wir jetzt schon 10:30 haben, überrascht mich aber auch. Ja. So, okay, gut, dann wünsche ich dir was. War schön mit dir. Und jo, mit dir auch. Verabschiedest dich bestimmt auf dem Stream, dann gehe ich mir mal. Genau. Und dann mute ich mich hier mal. Ich auch. Gudi. Mach's gut, Bell. Tschüss. Sound muted. So, meine Lieben. Und da sind wir für heute finished. Wir machen den nächsten Stream. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, der nächste Stream ist wie gewohnt am Donnerstag um wahrscheinlich gegen 18 Uhr, wenn gut läuft, auch ein paar Minuten früher. Seid ein bisschen vorher 18 Uhr da, dann macht ihr nichts falsch, weil ich schaue immer, je eher ich dann hier ankomme, desto einfacher geht das, desto einfacher kann ich dann loslegen. Und dann würde ich vorschlagen, wir sehen uns am Donnerstag vor 18 Uhr. Da werden wir voraussichtlich eine Runde City Skylines streamen. Und zwar werden wir eine Karte bauen. Ob wir an dem Tag schon drauf spielen, weiß ich nicht, aber wir werden versuchen, eine epische Zwergenkarte zu bauen. Und zwar habe ich vor, ein Archipel zu errichten. Ein richtiges Inselparadies mit lauter tropischen Inseln und Palmen drauf. Und wenn wir dann in den nächsten Wochen auch ein paar City Skyline Streams auf einer eigenen Spin-Off-Karte starten, nämlich, dann wird es so laufen, dann werden wir, werden wir eine zweite Staffel sozusagen, eine Stream-Staffel 1 starten für City Skylines und da wird es dann eben um dieses Archipel gehen, das wir dann diese Woche bauen. Das heißt, da wird es Zeit, wenn ihr da Bock drauf habt, einfach mal reingucken. Das wird eine langfristige Aktion werden. Das heißt, wir werden wirklich Zeit nehmen, dieses Ding so zu bauen, dass es geil wird. Ich bin gespannt. Ich bin mega gespannt. Und ich habe vielleicht noch mit den Moderatoren dann am Schluss vom Stream was vor. Da werden wir mal gucken, ob wir vielleicht unter die Jägersleute gehen. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Muss ich mal mit Mods reden, ob die am Donnerstag Zeit haben, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, könnt ihr mal am Anfang oder am Ende, schauen wir mal. Wie gesagt, das Archipel, was wir an diesem Stream bauen, wird es dann im Steam-Workshop geben. Ja, das könnt ihr euch dann alle runterladen, wenn ihr selber auf der Karte was bauen wollt. Das kann aber ein paar Tage dauern, bis ich das hochlade. Ganz easy, wie gesagt, ich will einfach nur mit euch entspannt mal so eine Karte bauen. City Skylines Map bauen, sollte ganz geil sein. Okay. Das ist genug Wasseradern. Na, aber hallo. Das kriegen wir hin. So, ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Habt eine wunderschöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Wenn alles gut läuft, sehen wir uns Donnerstag. Wenn nicht, sehen wir uns jeden Tag auf YouTube. Bis dahin. Habt eine schöne Zeit. Tschüss. You can be the stars, you can be the stars for me. Show me that you love me, light the sky so I can see. Tell me something I don't know, take me where I never go. I wanna know what it'd be like to disappear for a night. Show me that you love me, light the sky so I can see. You give me the stars, you give me the stars for me. Show me that you love me, light the sky so I can see. I need the stars, yeah.
You can be the stars fall.